Habt ihr genug Licht zum Filmen? Ja, habe ich. Lassen Sie mich meine Arbeit tun. Verzeihung, ich mache meine Arbeit. Greifen Sie mich nicht an. So filmen Sie mich. Ja. Weil es mein Job ist. Ist Ihr Job? Ja. Nicht zu filmen? Ich darf nicht filmen. Nein, Sie dürfen mich nicht filmen. Natürlich darf ich filmen. Ich wehre mich dagegen. Nein, überhaupt nicht. Verzeihung, gilt die Verfassung für Sie? Die Verfassung gilt. Ich spreche zu meinen persönlichen Rechten und dazu Ihre persönlichen Rechte, Sie sind eine Person öffentlichen Interesses. Das auch nicht. Wer sagt das? Ein Beamter im Einsatz. Wer sagt, dass ich Beamter bin? Die Verfassung. So tun Sie das nur. Ich habe nichts zu verbergen. Ich habe nichts zu verbergen. Wir machen die polizeilichen Kontrollen fair und korrekt. Wir weisen uns aus, wir legitimieren uns. Ja. Was da so schlimm sein soll. Ja, das Traurige ist, was haben Sie zu verbergen? Was haben Sie zu verbergen? Sehen Sie, was der hier macht. Zuerst greift er mich an, greift auf meine Kamera. Attackiert mich, behindert mich beim Arbeiten, ja. Ja, ich meine, wenn Ihnen das Spaß macht, ich meine... Ich berühre Sie nicht, Sie berühren mich. Oh, hauen Sie mir nicht in den Bauch, Ernst. Pass auf, das nächste Mal mache ich von Ihnen Recht auf Notwehr Gebrauch. Ich meine, Sie hauen mir mit dem Ellbogen an den Bauch. Ich habe es nicht nur gesehen, ich habe es gespürt. Sie sind doch nicht zugesprungen. Verzeihung, ich bin gestanden. Ich stehe. Man sieht glücklicherweise am Video, was los ist, okay? Ja, machen Sie ruhig weiter so. Machen Sie ruhig weiter so. Wieder, ich komme auf Sie zu. Au, stehen Sie mir nicht am Fuß. Bitte, Mann, was soll das? Schauen Sie mir das an. Da ist ja nichts passiert. Ja, erst mal am Fuß kriegt, erst mal in den Bauch gehauen. Das nächste Mal brack ich mich an, okay? Ja, ganz eindeutig, das nächste Mal brack ich ihn an. Ich mache von meinem Recht auf Notwehr Gebrauch. Ich mache von meinem Recht auf Notwehr Gebrauch, wenn Sie mich noch einmal schlagen, okay? Sie wollen mich bedrohen? Ich bedrohe Sie nicht. Ich gesagt? Sie greifen auf meine Kamera, das dürfen Sie nicht. Filmen, habe ich gesagt. Verzeihung, dann rufen Sie einen Polizisten. Ja, dann weisen Sie ihn einmal aus. Ich weise mich aus? Ja, Sie weisen ihn ja nicht aus. Wer sind Sie? Bitte? Das geht Ihnen genau nicht aus. Polizei, wie noch ja, das zählt genau 11. Ich will einen Presseausweis sehen. Verzeihung, dazu hätte ich gerne einen Polizeiausweis. Die Marke kann gestohlen sein. Ein Polizeiausweis, kann ich den? Ja, den will ich genau sehen. Die Dienstnummer gebe ich Ihnen. Natürlich, die will ich sehen. Die will ich sehen. Die Dienstnummer will ich sehen. Nein, ich hätte es gerne auf einen Kartel, wie es vorgesehen ist. Ich zeige es Ihnen persönlich. Meine Dienstnummer und meine Aus haben Sie nicht zu filmen. Ich zeige es Ihnen persönlich, wenn Sie es sehen wollen. Verzeihung, nein, das ist entspricht nicht den Vorgaben des Innenministeriums. Sie können aber gleich bei der Pressestelle des Innenministeriums anrufen, dann werden Sie auch erfahren, wie es so ist. Und das ist der Herr, der mich attackiert hat. Sie beraten. Übrigens, wer von Ihnen wollte jetzt den Presseausweis sehen? Wer will jetzt den Presseausweis sehen von Ihnen? Sie haben ihn aber ausgewiesen, ein Kollege, ich weiß nicht, ob das ein Kollege ist. Wer sich ausweist, kann ihm sehen. Sie haben sich ausgewiesen, das habe ich gesehen. Ich habe sie gesehen. Kein Problem. Nur in aller Ruhe.
Ja, in aller Ruhe, das sagen Sie mal Ihren Kollegen, der mich körperlich attackiert hat, okay? Das ist keine Attacke. Indem man mal so einen im Morgen einer. Sie haben es nicht gesehen, ich habe es gefilmt und auf die Kamera war versucht zum Wegnehmen, okay? Und das gibt ein gröberes Problem für ihn. Gut. Ihre Vorgangsweise, und zwar nett ist, das, was Sie hier gemacht haben, habe ich als korrekt gesehen. Das, was Sie mit mir machen, Sie wissen, das Gesetz, der Herr ist auf die Verfassung vereidigt, bricht die Verfassung, indem er das Presserecht einschränken will. Das ist absolut nicht vorgesehen. Das ist so, wir haben es nicht gern, wenn man uns mitten in der Amtshandlung auf die Finger schaut und filmt. Das hat keiner gern. Gerne seinen Notarzt suchen und schauen, wenn er an wieder. Dabei wäre das, wenn Sie schon nach internationalen Stand hören, in Amerika sind Polizisten froh, dass alles mitgefilmt wird, weil man ihnen dann nicht unterstellen kann, dass sie ungesetzlich handeln. Hier in Österreich ist aber der Verdacht schon sehr groß, dass man was zum Verstecken hat. Lauf die Kamera an, mir macht es nicht aus. Die Kollegen in Amerika, die führen die Amtshandlungen wesentlich anders als wir. So human wie wir auf jeden Fall. Sie waren noch nicht in Amerika. Ich habe schon einiges gesehen, auch von vielen.